Ja, guten Morgen. Heute ist der 20. Der kleine Munchi ist auch wieder da. Er spielt. Und heute ist das Thema Glück, denn wir gehen ja mit Riesenschritten jetzt auf den 24. zu. Und das Glück ist im Grunde das Einzigste, was man nirgendwo anders finden kann, nur in sich selbst. Und Glück ist auch etwas, was man immer nicht, wie bei anderen Sachen, auf andere deuten kann. Glück kann man selbst ja, für andere schenken und es ist völlig unmöglich, das Glück auch bei anderen zu suchen. Man muss schon bei sich selbst anfangen. Aber warum ich auch das Thema Glück jetzt heute besonders erwähne, dadurch, dass ich viele, viele Jahre ja auch Veranstaltungen, Konzepte entwickelt habe und meistens war der Schwerpunkt auf Sport, Gesundheit und Philanthropie. Also, denn Sport hat ja die Kraft, Brücken zu bauen und Menschen in Dialog zu bringen. Und ganz besonders der Sport oder die Kunst, denn wenn Politik versagt oder eben diese ganzen Instrumente, die wir eh in der Welt nicht steuern können, dann doch aber die Möglichkeit, dass man sich über den Sport, über gesunde Themen direkt im Dialog kennenlernt, um dann Berührungsängste abzubauen. Und dieses Sport und Philanthropie, Anliegen, das hat mich die ganzen Jahre angetrieben im Pferdesport, aber es ist so, man erreicht mit einem Pferdeevent ja auch immer nur eine bestimmte Gruppe oder man erreicht bei Unternehmern auch nur eine bestimmte Gruppe oder in den Schulen. Insofern war mein Gedanke seit einem Dreivierteljahr, ich möchte etwas, eine Initiative starten, die alle Menschen berührt und bei der auch alle Menschen mitmachen können, die inspirieren soll, die Aktivitäten auslösen kann und die auch nicht auf eine Gruppe, die auch von 4 Jahre alt bis 40 Jahre alt bis 104 Jahre alt, niemand muss auf den anderen deuten. Und diese Veranstaltung habe ich jetzt für 2018 für Wiesbaden vor, in die Tat umzusetzen. Und natürlich hat sie mit dem Glück zu tun, denn zu den Glücksfaktoren zählt eben Gesundheit, Bewegung und Mitmenschlichkeit. Das sind Quellen für ein gesundes Leben und Miteinander. Und Aktionstage haben ja auch die Kraft zu inspirieren. Ich habe in meiner langen Zeit im Ausland ja immer die Möglichkeit gehabt, über den Tellerrand zu schauen. Mich hat einmal ein Tag inspiriert, der fing, glaube ich, 2005 mit ganz wenig Beteiligungen an. Und jedes Jahr haben immer mehr Menschen mitgemacht. Und deswegen möchte ich auch 2018 mit meiner Glücksinitiative einfach starten wie eine kleine Pflanze und vielleicht wie beim Butterfly-Effekt, dass jedes Jahr mehr und mehr passiert. Und es ist ja auch vermessen, etwas zu starten und dann gleich zu erwarten, dass es durch die Decke geht. Es ist auch ungesund, wenn etwas riesig und dann vielleicht wieder verpufft. Insofern, jetzt sind es nur noch 4 Tage und eigentlich nur noch 3, denn am 23. kommt schon eine erste Info und wie gesagt, das Thema Glück und mein kleiner Glücksbringer Monchi. Wir hoffen, dass wir euch heute wieder einen kleinen Impuls geben konnten. Und zum Glück muss man nicht den Fahrstuhl, man muss zum Glück die Treppe nehmen. Das ist auch klar, denn es ist im Grunde, zu sitzen und zu warten, dass was passiert, ist eigentlich vermessen. Man muss schon aktiv im Leben sein. Und ich wünsche mit dieser kleinen Andeutung euch einen schönen Tag heute und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!